Wenn jemand, der den Reichtum liebt, auch zahllose Habseligkeiten gesammelt hat, wird er noch nicht satt. Es bewirkt hingegen, was täglich hinzukommt, vielmehr eine Vermehrung seiner Gier nach mehr. Oder wenn jemandem ein köstlicher Trank vor der Sättigung entrissen wird, entbrennt sein Durst noch mehr. Genauso kennt offensichtlich auch der Genuss Gottes natürlich bei keinem eine Sättigung oder ein Ende. Je mehr jemand vielmehr an dieser Fülle reich wird, erkennt er, dass er arm ist. Was uns ein gewisser Simeon Metaphrastes im 10. Jahrhundert als Spruch, als Weisheit des Altvaters Makarios aus der Wüste aufschreibt, greift das Wort des Paulus aus dem 2. Korintherbrief auf. Und wir können sehen, wie Paulus, indem er für die Schwestern und Brüder, wir würden heute sagen, im Heiligen Land, sammelt, sie sind in großer Not, in seinen neuen Gemeinden sammelt und damit durch eine Kollekte, durch so etwas Banales wie eine Kollekte, ein Bewusstsein schafft für die Verbindung der Ortsgemeinden, für das Wesen der Kirche insgesamt, wie er alles, auch so etwas Banales, ganz auf Christus bezieht und von Christus herleitet. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist nicht nur, wie wir schon vorher, wenn wir Paulus zugehört haben, ein, sagen wir, pastoraler Kniff oder eine theologisch angepinselte Werbestrategie, damit das klappt mit der Kollekte, sondern es ist das Durchdeklinieren bis in den letzten Bereich des Lebens hinein, alles auf Christus zu beziehen und von ihm her zu verstehen. Makarios war ein weiteres Beispiel und man könnte gerade bei den Büßenvätern und den alten Vätern viele weitere Beispiele finden. Deshalb die ganzen Sprünge, die wir gerade im 2. Korintherbrief immer wieder hören, diese großen Gegensätze, sie finden ihre Verbindung, ihre Brücke nur in Bezug auf Christus, im Verstehen von Christus her. Ihr wisst, was Christus Jesus in seiner Liebe getan hat, so ruft uns Paulus zu. Deshalb müssen wir uns mit diesem Tun Christi vertraut machen, damit wir jede Situation unseres Lebens, egal was uns begegnet, egal was uns widerfährt, auf ihn beziehen und von ihm her verstehen.